Alter, du hast zwei gleichzeitig. Oh, noch so ein fettes Teil. Und da hinten geht noch eine ab. So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Angeln mit Stil. Der Michael und ich sind wieder unterwegs. Das letzte Mal hat es mit dem Meter 10 nicht geklappt. Und das Mal danach, das haben wir gar nicht mehr auf Film gebracht, weil wir nur im Regen gesessen haben. Aber was wir heute erlebt haben, das hat alles gesprengt, was ich mir je hätte vorstellen können, was am Wasser passiert. Ich glaube, der Michael ist noch ganz fertig von der Welt. Ja, doch, war sehr actionreich auf jeden Fall. Und unglaublich groß, unglaublich vielfältig. Unglaublich fett. Oh, ich sag's euch. Aber wir wollen nicht lange um heißen Brei reden. Schaut euch die Folge an, das ist schöne Fische dabei, auf jeden Fall. Bis dahin, viel Spaß mit der Folge. Ciao. Ciao. Wo wollt ihr jetzt hören? Ich will sehen, wie du einen Kaffee trinkst. Okay, ich trinke jetzt meinen Kaffee, weil... Ja, es beginnt schon mal so, wie es vorgestern aufgehört hat. Aber wer weiß. Ja, kann ja nicht jedes Mal werfen, wenn wir noch am Aufbauen sind. Der ist immer noch richtig heiß. Siehste, ist dir gegönnt. Danke. Heute wird es ein bisschen schwieriger als der Freitag, aber dafür werden wir große knallen, wollte ich sagen. Dafür werden wir große fallen. Sein Wort in Gottes Ohren. Er versteht nichts. Dann ja doch schnell. Noch am Kaffee trinken hat er jetzt schon einen Biss. Der Kaffee ist noch nie auf. Oh ja, die wandert wirklich. Und ich dachte, du verarschst mich. Hängt er? Ja. Jawolski, mein Freund. Schön. Frische Heringe vom Köderfischking. Ja, aber was für Klopper an Heringe, ne? Ja, richtig gut. Nee, das sieht auch gut aus. Die Rute stramm. Oh, da ist mein Hering. Bitte? Da ist mein Hering. Der Hering weg? Ja. Jawohl. Schön. Mensch, ey, noch dunkel und es läuft jetzt schon besser als letztes Mal. Ist das geil? Auf jeden Fall. Ah, oh, schön, Michael. Tiki. Oh, Mensch. Ja, schön. Schöner Fisch. Erster Fisch. Wir sind jetzt halbe Stunde am Angeln. Kann ruhig so weitergehen. Ja, Mensch. Oh, wunderschön. Top. Satans, was ein Okolyt, ey. Ja, so muss das. Den hat dir hier der von Köderfischkin geschickt? Ja, etliche. Fand ich sehr geil. Schöne Boah, Größe. Oh, ey, Wahnsinn. Junge, den kannst du ja schon ranschmecken wie so ein Hecht, ey. Mensch, dann komme ich meinen Kleinen da an. So. Und mal gucken, ob der Dennis den verwandeln kann. Da ist doch was. Das sieht gut aus. Ja, kein großer, spritzig, wie du so schön sagst. Aber Fisch ist Fisch. Worauf hat er jetzt gebissen? Müsste auch Hering sein. Ja, Heringe von Köderfisch gehen. Und Schlagbar. Aber ich habe einen kleineren Hering. Petri, Dennis. Vielen Dank. Schönen ersten Echt haben wir. Kommt erstmal direkt zurück, bevor er weiter labert. Boah, das Wasser ist aber noch gewaltig kalt. Das habe ich gerade auch gedacht. Schön, wie er abgeht. Ja, und das Schöne ist, man kann den ja schnell zurücksetzen, weil der hing schon wieder im Kescher und es war kein Haken in ihm drin. Also das ist der Wahnsinn, was die, genau wie letztes Mal, oder vorletztes Mal muss man ja sagen, so spitz beißen. Boah, ist das Wasser kalt. Ha! Boah, ja. Noch ist nicht ganz hell und wir haben unsere ersten beiden Fische. Das ist doch schon mal ein toller Start, ey. Zwei Fische direkt zu Anfang, ich freue mich. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Sind zwar nicht die größten gewesen, so 80er um den Dreh, Pi mal Daumen.
Aber schöne Fische. Weiter so. So, Dennis, deine zweite Chance für heute. Ja. Jetzt zieht schön ab. Ja. Der sitzt. Nicht mehr. Nicht mehr, ne? Ne. Stark, was passiert? Ah, schade. Das, was ich vermutet habe, ne? Ja. Ja, wenn du einen ganz großen hast und die haken so weit hinten. Machst du nichts dran, ne? Hätte ich doch länger warten sollen. Und ich will aber nicht warten, weil ich keine Lust habe, dass die sich irgendwie, dass ich den Fisch verangel. Aber andererseits, alle haben die Haken vorne gehabt, ne? Ja. Ja. Michael, du kennst das Spiel. Ich glaube, ich muss mal ein Vorfach bei dir schnorren, weil das zu kurz ist. Ich bin es doch schon gewohnt. Da hinten, hast du das gesehen? Der Einzige, was ich sehe, dass deine Pose wandert. Ja. So, Dennis, deine dritte Chance. Oh, der fühlt sich nicht schlecht an. Oder? Ja, auch spitzig. Ja. Der auch spitzig? Nee, oder? Ab. Das ist nicht wahr, oder? Ja, zwei, dreimal gebockt und weg ist er. Was? Dennis. Das war Fisch Nummer 2. Ja, aber warum? Und der fühlte sich echt schlecht an. Hm. Mann. Ja, mach doch mal ein dummes Gesicht. Wenn ich dieses Video schneiden dürfte, machen würde, boah, ich würde dir gerade so viele Sachen einfügen, das glaubst du gar nicht. Ja, was willst du denn einfügen? Irgendwas finde ich. Ja, sag was. Weiß ich nicht. Dann füge ich das ein. Und Dennis, wie viele Fische hast du jetzt verhauen heute? 2. Und wir sind jetzt seit 1,5 Stunden auf dem Wasser. Ja. Also einer hat losgelassen, 2 verhauen, einen hat er gekriegt. Er gibt sich echt Mühe, den 1,10 Meter nicht zu fangen. Also ich glaube, er müsste nicht tätowiert werden. Doch. Ah ja. Ja, vielleicht will er das M und das L da drunter nicht haben. Das kommt da nicht drunter. Du musst immer lauter reden, in der Kamera hört man dich nicht. Nein! Ja. Ja. Mein Schluckauftritt. Also, wenn man mich immer hört, ist so alles schick. Also wenn ihr euch wundert, wenn ich solche Geräusche mache, ich sage mal, ich habe einen Schluck auf Tourette. Ein paar Mal am Tag habe ich so einen Schluck auf, der klingt aber wie Tourette so. Als würde ich eine schreiende Ziege machen oder sowas. Habe ich schon seit Jahren. Gab's aber nur ganz selten auf Video. Ich sage immer dann so ganz beschämt, ich bin professioneller Synchronsprecher für Ziegen. Oder ab und zu auch für Raptoren und Tyrannosaurus Rex bei Jurassic Park. Und hin und wieder klingt das noch sonderbarer. Aber geflucht habe ich dabei noch nicht. Wenn ich fluche, mache ich das immer aus vollstem Herzen. Da stehe ich nämlich zu. So, jetzt geht's weiter. Aber jetzt musst du zurück, sonst bist du in meiner Schuhe. Dennis, ich bin begeistert von dir. Ich bin auch begeistert von mir. Ich fühle mich super. Ja, das war so gefühlt 1 Meter und Dennis hat es geschafft, dich wieder ankommen zu lassen. Alter, eine Mücke ins Auge, ey. So eine... Boah, ich... Ich muss mich mit dem Fluchen echt zusammenreißen gerade. Wieso fliegt mir eine Mücke ins Auge? Ja, im tiefsten Winter. Ja, hier, guck, da, siehst du die? Dennis. Alter, was sind das für Monstermücken? Mach dir mal Gedanken, warum die bei dir ist. So, mittlerweile sind wir mit 2 Booten hier unterwegs. Wir haben gerade gefrühstückt. 2 Bisse habe ich, glaube ich, verkackt und 2 Bisse sind nicht hängen geblieben. Aber wie ihr im Hintergrund seht, sind jetzt auch Bibo und Marco mittlerweile dabei. Die sind mit dem zweiten Boot da. Das Boot ist ein bisschen langsamer, deshalb müssen wir uns gleich nochmal wieder hinterherfahren, wenn wir dann gleich den Spotwechsel machen. Weil jetzt ist gerade Totentanz, aber warten wir erstmal ein bisschen ab. Und dann schauen wir weiter. Ja, warte mal, ich lasse dich jetzt mal richtig fame. Jetzt bist du live. Kann man die Telefonnummer sehen? Ja, was soll ich jetzt sagen? Knolli, wie wär's denn, wenn du mal was richtig Großes fängst? Ne? So 1,10 Meter plus. Das wäre doch super, oder? Ja, würde ich echt schön finden, ne? Aber der Michael, der gönnt mir das ja nicht.
Du versammelst die alle, die Großen. Aber eben kurz für die anderen, was wir hier machen, das nennt sich Netzwerken. Das heißt, man unterhält sich immer, wie es bei dem einen oder anderen läuft, um zusammen auch über weite Entfernungen zum Erfolg zu kommen. Ne? Wenn bei dem einen dann die Makrele oder die Sardine läuft, dann gibt man das weiter und dann probiert man das aus. Aber nur mit Leuten, die man auch leiden kann. Und vertrauen darf. Genau. Aber der haut jetzt wenigstens ab. Da warte ich jetzt. Da ist er weg. Ja. Wirklich nicht spontan, aber ich glaube, der große Kugel ist noch nicht. Also ich sag, der wusste, dass das kein 1,10 Meter war. Kein großer. Ja, deswegen hast du ihn auch gekriegt. Ach, du bist Penner. Ja, und? Ist wieder die Kategorie 70-80, ne? Und wo hängt er wieder? Ganz vorne im Maul. Ja, die sind sau vorsichtig. Auch kein großer, aber kommt direkt zurück. Freuen wir uns trotzdem drüber. Tschüss, mein Kumpel. Hol Oma und Mama. Oma und Mama. So, nachdem ich mich jetzt ein bisschen blamiert hatte nach dem ersten Fisch, zwei verhauen oder die im Drill ausgestiegen sind und zwei oder drei, die gebissen haben, aber wieder losgelassen haben, hatte ich jetzt wieder die Chance. Waren richtig, richtig kapitale Makrele drauf. Und dann zog der richtig ordentlich ab. Aber der Fisch, der dran hing, das war irgendwie 70 plus nur. Und 70 plus auf Makrele habe ich eher selten. Aber macht nichts. Freue ich mich über den Fisch, dass es geklappt hat. Und dann hat man noch, ich hatte auch schon irgendwie Sorgen, ob die Makrele nicht ein bisschen zu groß ist. Also die Sorge habe ich nicht, aber in Relation zu den Drillingen. Und irgendwie, guck dir mal die Pose an. Haut die gerade wieder ab oder bin ich jetzt Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's genau. Ich hab auf deine Spitze geachtet. Und zack, war er weg. Wie kann das? Ja, Leute, ich bin am Verzweifeln. Es ist geil, dass es echt viele Bisse gibt, ne? Aber warum versemmel ich so viele? Michael sagt schon, ich will den 1,10 Meter gar nicht fangen, weil ich kein Tattoo haben will, dass das deshalb vielleicht liegt. Ich meine, ob der jetzt wirklich groß war, weiß ich nicht. Aber ey, das ist doch verhext. Ihr könnt ja mal, seid mal so gut und schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich vielleicht besser machen sollte. Also, der Anhieb war wirklich hart diesmal. Also, ich habe wirklich gewartet. Der hing auch eine Weile. Ich habe nicht die Spannung losgelassen. Und ja, ausgestiegen. Ich verstehe es nicht. Naja, vielleicht gib mir mal bitte einen Tipp, damit ich das nächste Mal besser mache. So, jetzt haben wir ein bisschen Strecke auf uns genommen. Michael hat uns jetzt irgendwo im Nirgendwo hingeführt. Irgendwo im Nirgendwo. Ja. Auf jeden Fall sind wir mitten auf dem Tümpel. Wolltest du uns was dazu erzählen? Was soll ich dir dazu erzählen? Also ich habe die Tendenz, dass hier dein 1,10 plus wartet. Ich finde das auch so geil, wie du an jeder Stelle so fasziniert davon bist. Ja. Und ich denke mir immer so, das ist so ein Fisch, der gehört für mich zu so fast unmöglich. Aber auch nur fast. Ich meine, ich weiß, dass ich schon ein paar Mal kurz davor stand und so weiter. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich auch. Die Stelle ist gut. Wir haben die Ruten schon eine halbe Minute drin. Es hat noch nichts gebissen. Scheiße hier. Ja, komm, wir sind gleich wieder da. Jetzt beißt. Michael sagt, hier geht gleich richtig was steil. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Oh, jetzt wird's schon kritisch hier. Ja. So, Knoll die siebte oder achte. Er hat wieder einen Biss. Was hast du montiert? Jetzt sag nicht die Maräne. Das ist die Maräne, die ich gerade rausgelegt habe. Ja, oder? Der zieht nach links, oder? Ja, der zieht nach links. Gemütlich, der Abzieher. Ja, zu gemütlich. Warum lässt er sich so mitziehen? Weil er 1,10 Meter hat. Nee, ist klein. Der bockert schon wieder. Oh, jetzt stellt er sich rein. Alter, was ist denn jetzt? Guck dir mal an, wie er sich da jetzt reinstellt. Ja.
das erste Mal die Marine ausprobiert und dann sowas. Alter, der will aber echt. Jetzt werde ich aber nervös hier doch. Ach nö. Ja, doch. Ja. Schöner. Petri Knolli. Ich will ja nichts sagen, aber Marine, die habt, wie lange haben wir jetzt raus? Eine halbe Minute? Alles probiert? Ja, war nicht lange. Und die Marine hat es direkt geliefert. Ich glaub's nicht. Oh, hat der einen fitten Kopf? Das sind mit Sicherheit coole Aufnahmen, danke. Hat der einen fetten Bauch, der Kerl, gehabt. Der wollte sich auch nicht ruhig eben zurücksetzen lassen. Und er hat mir natürlich wieder einen verpasst. Geil! Ein paar Sekunden später. Oh ja, der beißt, ne? Auf treibendes Rotauge. Nein! Was ist das denn? Nein! Nicht du auch noch. Das ist dein Ohm. Da kann ich doch nichts für. Aber wie, ey, was ist denn los bei uns ab und zu? Ein paar Sekunden später. Hey, du hast hier den Köfi gerade ausgeworfen und jetzt schon Biss? Ja, dieselbe Stelle, wo der gerade abgegangen ist. Ja. Ach, schön, dass du ihn dann wieder kriegst. Ja, ob das ist, ne? Was? Aber ganz komisch. Verrückt, ey. Ist das ein guter? Ja. Boah. So wie du drillst, ne? Schön. Ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen vorgestellt, wie ich verrückt werde. Ja, klar, verstehe ich. Aber. So wie viel ist das? Meter. Meter, sagst du? Ja. Oh, die Welle sah gut aus. Das ist deiner! Nein! Geil! Hast du ein. Oh, was ist denn er? Geil, ne? Alter! Schöner Fisch! Beim Auswerfen hat er ja zugepackt! Ja! Boah! Alter Belli! Boah! Den wünsche ich mir für dich eigentlich! Ja, schnell messen! Boah, wir hatten wirklich. Was ist das für ein Krokodil, du? Boah! Alter, der hat über 1,20 Meter! Ja. 1,20? 1,21. Ich glaub, es hackt. 1,21 Keule. Geil. Ja. Oh. So. Ich glaub, du bist kaputter als der Fisch, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, ich kann jetzt gerade nicht viel. Und dabei. Ja, kommt da. Tschüss. Tschüss. Oh, Alter, was ein Kapenz, Mann. Wie geht's dir? Ja, jetzt bin ich happy für heute. Ein paar Sekunden später. Da sind wir gerade noch am Montieren und die Route zieht gerade ab, die Grundroute. Jetzt eine andere. Alter Schwede, hat der Gas gegeben. Jetzt lässt du mich auch alt aussehen hier. Hm. Wenn das jetzt noch so ein Bello ist, dann fang ich an zu weinen, Alter. Wahnsinn, komm. Was hier gerade abgeht. Und du hast die hat gebraucht, bis die Stelle geht, ne? Ja, irgendwie wohl. Wow. Ja. Hängt da? Ja. Geil. Oh, wieder so ein guter? Der braucht aber ganz schön lange, bis er hochkommt. Ich dachte schon, deine Pose da hinten... Oder hast du da hinten auch noch einen? Doch, du hast da noch einen Biss! Da hinten! Alter, du hast zwei gleichzeitig. Oh, noch so ein fettes Teil! Und da hinten geht noch einer ab! Boah, Alter, mir zittern die Knie, Junge! Was geht denn jetzt gerade ab? Und du hast gesagt, entweder beißen die links oder rechts, ne? Wahnsinn! Meine Fresse! Boah! Das ist ja nicht wahr. Ich glaub, es hackt. Und er drillt den nächsten. Ich halte den Kescher mit meinen Eiern fest. Alter. 1,20 Meter rausgelassen und jetzt hat er zwei im Drill. Du verarschst mich. Ist das jetzt noch so ein Krokodil? Alter, ich werde gerade. Mir wird gerade. Selbe Kaliber wie der jetzt gerade. Du hast jetzt zwei solche Riesenkaliber. Alter. Ja, das kann ich ganz schnell umschlagen, ne? Alter, ich zitter. Jetzt schaltet ihn rein. Boah, wird mal anders. Gerade erst den 1,21 Meter zurückgesetzt. Wahnsinn. Boah, da hinten. Alter. Oh. Alter, Michael, was ist denn da los bei dir?
Boah. Boah. Alter Michael, Alter, mit mir zittern die Knie vom Zugucken. Das ist nicht mehr normal. Jetzt macht er eine Handlandung. Oh, jetzt dreht er bei mir am Rad, den ich im Kescher habe. Alter Michael, du bist eine Maschine, Junge. Danke, danke. Ich habe nicht gesagt, was für eine. Boah! Alter! Der geht ja noch mehr ab! Was geht denn da ab, ey? Ja, komm, schnell, Beine verarzen. Ja, 1,15 Meter. Boah, ja, das ist ungefähr 1,15 Meter, tatsächlich. Das ist wohl mit der dickste Hecht, den ich je gesehen habe, Michael. Ja, der ist schön. Auch schön schwer. Boah, auch so ein Gerät, Michael. Boah, ey. Wahnsinn. Ja, das ist schwer zu handeln. Man hört das an deinem Pusten, ne? Wahnsinn. Aber man will ja schnell, dass die schnell zurückkommen. Ja. Boah, Junge, guck dir das an. Richtig geil, oder? Boah. Richtig geil. Aber wir brauchen ihren Moment. Ja. So wie ich gleich auch. Wahnsinn. Und auf welche Köder? Jetzt war es Hering und Makrele. Und davor Rotauge, ne? Genau. Wahnsinn. Warte, kannst du noch halten? Nee, jetzt guck, der erste weg. Geht schon. Tschüss. Die ziehen immer unters Boot, ne? Ja. Und der andere direkt hinterher. Oh, ist das schön. Michael, du bist eine Maschine. Hammergeil. Hammergeil. Meine Fresse, was geht denn bei dir? Glück. Was soll das sonst sein, ne? Hast du schon mal so innerhalb von 5 Minuten 3 solche Meter gehabt? Nein. Also bin ich ein gutes Omen? Ja, anscheinend bist du der Beste, was ich je hatte. Weil sonst gehe ich viel alleine an. Michael, das ist der Hammer. Ich freue mich für dich. Geil. Einfach nur geil. Ja. Jetzt bist du aber dran. Wahnsinn. Ja, Leute, nachdem der Dennis und der Michael gerade schon richtig gut vorgelegt haben, hat es bei uns jetzt auch endlich mit dem Fisch geklappt. Wir haben hier einen interessanten Spot gefunden, sind in der Nähe der Fahrrinne, stehen jetzt auf 5 Meter Tiefe und haben rechts und links vom Boot jeweils einen Unterwasserberg, wo das so auf 2,5 Meter bis 3 Meter hochgeht. Recht interessante Stellen. Ja, und da kam gerade auch schon ein schöner Fisch. Das werdet ihr jetzt sehen. So, hier könnt ihr mal unseren Spot sehen. Das ist auf der rechten Seite vom Boot. Da ist der erste Unterwasserberg. Der geht so auf 3 Meter hoch. Wenn ich jetzt den Geber rechts rumschwenke, seht ihr, da verschwindet der eine. Und da kommt schon wieder die andere Kante. Da geht es richtig steil hoch. Da haben wir auch Montagen liegen. Hier zum Beispiel könnt ihr sogar unseren Köderfisch sehen. Ganz interessant auf dem Livescope. Das hier ist der Köder. Und da hoffen wir, dass da jetzt gleich eine zweite Sichel auftaucht und sich den Köder packt. Zumindest einmal sehen. Kein Riese, aber Fisch. Das war eine schwere Geburt. 96 cm hat der Gute. Erste Fisch des Tages. Richtig schöne Färbung hat er. Richtig schönes Tier. Oh, geil. Perfekt. Haben wir bald nicht mehr mit gerechnet, wa? Jetzt hat er auf anderen Biss, ich glaub's nicht. Der lässt mich hier auch gar nicht in Ruhe. Was führst du mich heute wieder vor, Junge? Ja. Oh. Sieht gut aus, oder? Ja. Oh ja.
Jawohl. Peti. Peti gegangen. Ja, jetzt hast du den Fisch direkt weggemacht, ohne dass du ihn gezeigt hast. Egal, bist schon so verwirrt, ne? Ich denk doch nicht immer an deine scheiß Kamera. Sorry. An meine? Der ist doch deine, oder? Ja. Unsere. Ja, mein Gott. Was hat er gehabt? 85. Egal. Ich habe nicht gemessen. Aber jeder Fisch ist toll, ne? Genau. So, liebe Freunde. Das war unser Angeltag. Was für ein ereignisreicher Tag. Was für eine heftige Ausbeute, Michael. Ja, auf jeden Fall. Und, bist du zufrieden? Ja, doch. Doch. Manchmal ein bisschen zäh, so ein Tag verteilt gesehen, ne? Ja. Aber Bisse waren genug da. Also. Ja. Aber auch viele, die einfach losgelassen haben. Ja. Punktuell richtig steil gegangen zum Mittag. Ja. Dann direkt der Vormittag und danach war Totentanz bis gerade. Da hat er einen Fisch gehabt. Ich hatte noch einen ganz kurzen Anfass, der losgelassen hat. Das war's. So ist das Angeln mal, ne? Zwischen Himmel und Hölle alles dabei. Aber an so einem Tag, so ein Ausnahmetag, da kann man sich echt nicht beschweren. Ausnahmefische, ne? So ist es. Ein klein bisschen enttäuscht bin ich schon, dass es bei mir nicht größer geworden ist. Vor allen Dingen nach zwei Schneidertagen. Aber ich freue mich mega für Michael und seinen Ausnahmefängen. Das war was, das habe ich noch nicht erlebt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefallen hat und dem Michael ein dickes Petri wünschen. Übrigens, wir möchten nochmal Danke an Köderfisch King sagen. Die haben uns nämlich ein paar schöne Köderfische zukommen lassen. Die waren super. Deshalb auch die Erwähnung. Vor allen Dingen, Michael hatte da bestellt und hat in die Kommentare nochmal geschrieben, hast du schön dicke Heringe für mich? Ja, hatte er. Oh, und die haben geliefert, wie ihr gesehen habt. In dem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao.